So, Leute, da bin ich auch schon zurück mit der letzten Aufgabe, die ich jetzt noch habe, beziehungsweise mit der legendären, klar. Schließe Kopfgeldjagd ab. Wo mache ich das immer? Immer hier zum netten John Wick. Gut, zurzeit ist natürlich hier ein bisschen die Hölle los, weil man ja hier den Ort besuchen soll. Aber wie ihr seht, einen habe ich schon. Aber es gibt natürlich auch mehrere Orte, wo man die abschließen kann, beziehungsweise besuchen kann, dass man halt Kopfgeldjagden bekommt. Aber wo gehe ich immer hin? Ganz einfach. Ich gehe entweder hier oben zu der Hütte, da ist ein Schild. Und wie ihr seht, mein Gegner ist schon tot. Ich mache das Ganze auch immer im Solo-Modus. Also das kann ich euch wirklich nur empfehlen, weil die meisten im Gruppenkeile sind die nicht immer da. Und selbst die NPCs haben nicht immer die Aufgabe. Das ist ganz komisch. Aber so funktioniert es auf jeden Fall. Ihr habt es ja gerade gesehen. Ich selbst habe den Kill nicht gemacht. Aber der Kill ist auch abgeschlossen, wenn der Gegner generell gestorben ist. Also es muss nicht unbedingt sein, dass ihr den gekillt habt. Es funktioniert auch, wenn er einfach nur tot ist. So, Schock, da seht ihr schon, zweite Mal geschafft. Wenn jetzt noch das dritte Mal funktioniert, wäre natürlich perfekt. Erstens für die Aufnahme, zweitens natürlich, dass ihr einfach seht, wie simpel das Ganze funktioniert. Weil wir wissen ja, wir haben Bots dabei in Solo-Runden, aber auch gerade am Anfang, die Leute versuchen immer eine High-Round hinzukriegen. Und dadurch sind natürlich alle ein bisschen aggressiver in dem Sinne. Ja gut, gerade in Sweetie Sense. Wenn er jetzt nicht gerade der Letzte ist, müsste ich die eigentlich noch gerade so hinkriegen. So, was mache ich denn jetzt noch in der Zeit? So, ich würde aber sagen, es reicht eigentlich. Ihr seht ja, dass es ganz simpel funktioniert. Ich mache eigentlich gar nichts. Ich bin am Looten. Ach, hier kommt noch einer. Ich brauche eh noch Schaden auf Fahrzeuge, wo Leute drin sind. Ah, komm her. Oh, geht ja aus dem Auto raus. Wie viel Schaden brauche ich noch? Warte. Wo ist die große Zahl? Da. 2000 Schaden noch. So, ich hoffe jetzt endlich mal, dass derjenige mal endlich stirbt und ich die Aufgabe fertig habe. Und eins kann ich euch auch immer sagen, das Auto hier ist immer da. Also bis jetzt war es noch nie nicht da. Aber ich würde sagen, das reicht jetzt eigentlich erstmal. Ich gucke jetzt, ob derjenige hier noch stirbt oder nicht. Und in dem Sinne, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut herein.